Herzlich willkommen beim SEAwareness Online Kongress mit einem weiteren Interview. Ganz besonders freue ich mich auf Erich Ritter mit seinen Haien. Magst du dich selber vorstellen, Erich? Hallo. Hallo Nina, wie geht's dir? Alles im Grünen? Ja, alles tipptopp. Ein bisschen viel Wind. Ich hoffe, dass es mich nicht rausschmeißt. Ja, wir hatten gerade einen Hurricane in der Nähe, der durchging, Hermine. Und wir haben auch ein bisschen Durcheinander hier. Okay, dann kennst du das ja, aber ich bin meistens nach 3 Minuten wieder da. Okay, ja, ich muss mich selber, soll mich selber vorstellen. Ja, gerne. Ich mache natürlich, viele wissen, ich arbeite mit Haien. Hauptsächlich befasse ich mich mit der Hai-Mensch-Beziehung. Worum es dort geht, ist eigentlich wirklich jeden Aspekt, wo wir Menschen irgendwie mit Haien in Kontakt treten, ist dort drin. Das geht von Kommunikation zu Körpersprache, zu Unfällen, zu Unfallverhütung, zu wie Haie mental gesehen werden, eben beispielsweise durch den Kinofilm Jaws, der weiße Hai, wie das auswirkt. Also all diese Dinge sind in diesem Forschungsbereich der Hai-Mensch-Beziehung zusammenzufassen. Also ich habe dich kennengelernt durch ein Buch vor vielen, vielen Jahren mit Haien sprechen, weil ich ja die absolute Haiphobikerin war. Okay. Und deswegen interessiert mich das natürlich, warum kommt man als Schweizer überhaupt dazu, Haie zu erforschen? Ja, das ist eigentlich eine ziemlich lustige Geschichte, wie das Ganze geschehen war. Ich hatte Hausarrest, Stubenarrest, wie man damals sagte, weil ich war ein Knirps von 7 Jahren, habe ich mal was ausgefressen. Natürlich war ich unschuldig, ist ganz klar. Meine Eltern hatten gerade einen Fernsehapparat bekommen, das war damals vor über 50 Jahren, das war noch ein Highlight, dass man am Abend eine Sendung miteinander anschaut. Und ich habe natürlich am Nachmittag einfach, weil ich Hausarrest hatte, diesen Fernseher eingeschaltet, was ich eigentlich nicht durfte, und sah meine ersten Haie im Fernsehen, so 3-4 Minuten, schwarz-weiß. Ich sehe das Bild immer noch heute vor mir, wie die Haie auftauchen. Aber was eigentlich entscheidend war in diesem Moment, war, dass der Sprecher etwas sagte, was ich in diesen Tieren nicht sah. Also die Gefährlichkeit, und ich kenne den Wortlaut, weiß ich nicht mehr genau. Und das kreierte eine gewisse Unruhe. Und scheinbar hat man mir gesagt, als ich 8 Jahre alt war, hätte ich schon zum ersten Mal gesagt, ich möchte Forscher werden, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, als ich 10 Jahre alt war, habe ich Dr. Doolittle gelesen, war überzeugt, du kannst mit Tieren reden. Und mit 12 habe ich dann meiner Mutter gesagt, ich möchte Hai-Doktor werden. Das war so kindlich damals, heute 12-Jährige gesagt, ja, geht's noch gut, schau mal auf Google nach und so weiter. War natürlich damals alles nicht so, aber seit ich 12 Jahre alt war, also jetzt doch 45 Jahre her, wollte ich nur eins, Hai verstehen und mit Haien kommunizieren. Spannend, spannend. Und dann, was hast du dann gelernt, dass du das machen konntest? Also in der Schweiz, im Zürichsee, hast du vermutlich keine Haie gefunden. Ja, das war ein ziemlich holpriger Weg, weil ich wollte nicht ins Gymnasium, wusste, aber ich muss gehen. Und der lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es dann einfach irgendwo mal an der ETH Zürich versucht. Da habe ich mal 4 Semester Biologie studiert, war völlig frustriert, weil natürlich nichts über Haie kam. Ich war immer noch ein bisschen der Meinung, dass man mehr mit Tieren macht, auch an der ETH, dann ging ich an die Uni. Und da war eigentlich zwar die Freiheit der Tierforschung gegeben, aber natürlich mit Haien auch nicht. Und dann habe ich wirklich einen guten Professor getroffen, er hieß Zieswiller. Und vielleicht hat er in mir was erkannt, vielleicht hat er auch nur Mitleid gehabt und gesagt, komm, mach, was du möchtest, ich helfe, kann dir auch nicht helfen. Also er war eigentlich das Tor zu meiner Forschung damals. Und ich habe dann auch einfach studiert in Zürich, wie gesagt, dann weitergemacht an der Universität von Miami und naja, ich mache es heute noch. Okay, und du hast ja eine Haischule in Bahamas, in der ich auch sein durfte im letzten Oktober. Also dein Buch hat sehr viel bewirkt in meinem Leben und deine Haischule, die hat sowieso ganz viel bewirkt. Und also von Haiphobie ist gar nichts mehr, also gar nichts mehr. Ich meine, ich habe immer noch Respekt. Aber, ich meine, also das war mir wichtig, dass ich irgendwie was lernen konnte, um diesem Tier zu begegnen. Und dass so alles andere ist als ein Monster. Ja, es ist natürlich, ich hatte das Glück, dass ich relativ früh erkannte,
dass die generelle Ansicht von Haien falsch sein muss. Natürlich zuerst war es so, es hat einfach ein ungutes Gefühl, weil als ich ein Kind war, ein Jugendlicher war, dass ich dann nach Universität von Miami kam, als Postdoc, hatte ich gemeint, jetzt bin ich unter den Leuten, die alle nur nichts anderes tun, als im Tag mit Haien rumgurken. Das war so meine Idee. Und da realisierte ich, dass keiner dieser Menschen, dieser Forscher, dieser Professoren auch nur annähernd meine Idee vertrat. Und es war wirklich eher aus einer Frustration heraus, dass ich einfach all den anderen beweisen wollte, dass sie Haie falsch sehen. Und ich sag's mal arrogant, ich bin der Einzige, der es richtig sieht. Aber das war ein Grund, warum ich Sharks School gründete vor über 20 Jahren, weil ich wusste, wir müssen die breite Masse ausbilden können. Natürlich, wir sind natürlich immer ein bisschen limitiert mit Leuten, die wir unterrichten können. Aber ich war der Meinung, dass Forschung und breite Ausbildung zusammengehört. Nicht getrennt werden darf, wie leider es immer wieder geschieht, sondern zusammengehört. Und die Shark School war die Antwort. Super. Und du hast ja auch immer, also es ist ja immer alles ziemlich ausgebucht. Man muss wirklich viele Jahre im Voraus buchen, dass man da reinkommt. Und ich kann nur selber sagen, es ist es wirklich wert, auch wenn die Fliegerei weit ist, es ist wirklich wert, die Begegnungen mit den Haien, das ist, also für mich war das, ich kann es nicht in Worte fassen. Also vor allem die Emma, die hat mich ganz fest in meinem Herzen getroffen. Aber Ja, dann, ja, es Entschuldigung. ist schade, weil du jetzt, was du gerade erwähnst mit Emma, dem Tigerhai. Ich meine, Tigerhai haben so einen schlechten Ruf und mittlerweile bin ich sogar so weit gekommen, dass ich sage, das sind wahrscheinlich die liebesbedürftigsten Haie, die wir überhaupt haben. Und ich meine, es gibt Situationen, wo wir wirklich das Tier einfach nehmen und das Tier, wie soll ich sagen, knuddeln und die Tiere lassen es zu und das ist nicht einfach, weil sie jetzt konditioniert sind und sie es einfach akzeptieren, sondern wir haben wirklich das Gefühl, die wollen das auch. Also da ist wirklich ein Gefühl, es geht mir besser, wenn du mich jetzt knuddelst. Ich meine, es ist schwierig, sowas natürlich zu beweisen, aber mein Gefühl, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist genau das, was es ist. Wow. Und wie, also was können wir unseren Zuschauern, Zuhörern mitgeben, dass die auch ihre Angst vor Haien verlieren? Also wenn ich irgendwie ein Bild von den Haien zeigen, eben auf den Bahamas, da sagen ja alle, aber da warst du sicher in einem Käfig und das geht ja gar nicht anders. Also die glauben mir auch nicht, dass ich einmal einen Hai angefasst habe. Die denken, ich sage, es ist immer noch alles dran und ich sage natürlich mit Respekt, nicht, man kann nicht blöd tun mit denen, aber das sind Raubtiere, Wildtiere und das ist definitiv so. Aber was kann man Leuten sagen, dass die so ihre Angst vor diesen Tieren verlieren? Es ist natürlich schon ein bisschen schwierig, die Leute zu überzeugen, dass ihre Grundidee, die sie ein Leben lang mit sich trugen, falsch ist. Ich meine, der einfachste Weg wäre einfach, vergiss, was du eh glaubst über Haie und schau es dir an. Natürlich funktioniert das nicht, weil unser Unterbewusstsein hier sich einfach dagegen sperrt. Wenn du an das logische Denken appellierst, dann sagst du, wir haben nur so wenige Unfälle, so viele Millionen von Begegnungen. Funktioniert das auch nicht. Ich glaube, das Einzige, was wirklich funktioniert, ist, dass man sich einfach wirklich mal traut, ins Wasser zu gehen, dann eben selber überzeugt wird und auch das Unterbewusstsein überzeugt wird, dass diese Gefahr, die scheinbar präsent ist, nur wirklich in unserem Kopf existiert, aber nicht real ist. Aber es gibt ja trotzdem einige Regeln, die man beachten sollte im Wasser. Und viele Leute denken, dass wenn sie irgendwie ein Hai sehen sollten, sie ganz kräftig aufs Wasser schlagen. Und wir wissen ja, dass dem nicht so ist. Ja, es gibt natürlich, ist klar, was wir natürlich unter Verhütungsmethoden oder
Empfehlungen rausgeben, hat mehr damit zu tun, dass der Hai einfach nicht noch näher kommt. Du hast jetzt gerade Wasserschlagen erwähnt, das sind Töne erzeugen und Geräusche ist nun mal etwas, was einen Hai sehr stark interessiert. Also je weniger Geräusche ich mache, die für ihn interessant sind, desto uninteressanter werde ich. Natürlich, wir arbeiten an dieser Forschung, es sind auch sehr, sehr kleine Schritte, weil um alles zu beweisen, das dauert einfach. Aber unsere Empfehlungen sind wirklich nur dazu da, wenn ein Hai auftaucht, dass er nicht noch zusätzlich interessiert wird und wir uns natürlich auch korrekt zurückziehen. Leider ist es so, ich habe gerade gestern auf dem Internet einen Link bekommen, wo man zeigt oder sagt, wie man sich zurückziehen soll aus dem Hai, vom Hai. Und dort heißt es auch wieder genau so schnell wie möglich aus dem Wasser. Das ist absolut Blödsinn. So langsam wie möglich aus dem Wasser, weil so schnell wie möglich kriege ich genau die Töne, die der Hai interessant findet. Also durch diese Reaktion hat man den Haupteffekt, dass man Hai noch mehr anlockt. Also das ist ein riesiges Problem, dass das Internet eigentlich voll ist von Falschheiten. Ich glaube, du hast sowieso gesagt, du möchtest, dass jeder Mensch auf der Welt einmal einen Hai durch deine Augen sehen könnte. Ja, das ist richtig. Also ich hätte, das wäre schon mein Wunsch, dass Leute mal die Haie so sehen, wie ich es tue, weil wenn ich mit einem Hai im Wasser bin, also ich fühle mich sehr wohl mit Haien im Wasser. Natürlich gibt es auch Situationen, wo ich denke, oh, das ist nicht unbedingt das Beste. Aber das hat dann mehr damit zu tun, dass man einfach sensibel ist, all diese Situationen immer schnell irgendwie zu bewerten. Aber normalerweise ist es für mich das Größte, einfach unter Haien rumzuhängen und zu versuchen, mit irgendeinem Hai in Kontakt zu treten. Ist auch was Schönes, so zu beobachten, diese eleganten Wesen. Und also klar, ich meine, du kennst all diese Sachen. Für mich war es dann das erste Mal, dass ich Zeit hatte, weil ich so im Roten Meer macht so Busch und der Hai ist vorbei und da hast du so viele Haie um dich rum und dann kann man Zeit zum Schauen, Weibchen, Männchen, schwanger, nicht schwanger, Parasiten, nicht Parasiten. Also ich habe das extrem spannend gefunden. Ich weiß nicht, ob das alle spannend finden, aber ich habe es extrem spannend gefunden. Also, du warst wahrscheinlich genauso wie viele andere auch diesen Hai-Virus bekommen. Es ist bei mir dasselbe. Ich meine, auch nach so vielen Jahren, ich lasse keinen Hai-Tauchgang aus, weil ich immer glaube, ich sehe vielleicht was Neues. Und das andere ist einfach die Befriedigung. Ich glaube, wenn man wirklich mit der Natur Hand in Hand geht, in Sync ist, was auch immer, gewinnt man durch jeden diese Begegnung, gewinnt man einfach sehr viel. Und ich sehe das sehr oft, dass Leute, die Taucher, die einfach konsumieren, ich habe dieses Riff schon gesehen, war nicht kein Taucher, habe nichts Großes gesehen, dass dort der Frust einfach extrem hoch ist. Und es sind die Leute, ich versuche sie überzeugen, dass man sich loslösen soll von diesem Drang, alles muss anders sein. Sehr oft ist es einfach wirklich so, dass wir uns entspannen sollten und einfach ein bisschen registrieren. Es ist ein Privileg, dort draußen zu sein, unter den Haien zu sein. Und wenn man das mal hat, wird man sicher eine ganz andere Form von Befriedigung empfinden. Also eben, ich meine, ich könnte dir immer noch sehr, sehr schwärmen und gerade ist jemand hier zu Besuch, der auch mit dabei war auf der Reise und wir erzählen immer noch so viel von diesen Haien und von diesen Begegnungen und zum Glück nächstes Jahr habe ich ja wieder Shark School vor mir und ich freue mich natürlich jetzt schon riesig. Was ich noch wissen wollte, wie war denn das für dich, als du dann das erste Mal zu den Haien reingingst? Hast du von Anbeginn keine Schiss gehabt? Ja, also ich erinnere mich auch an meine erste Begegnung, das war mit einem schwarzspitzen Riffhai, ein kleiner Furz. Und ich hatte einen heilen Respekt, weil es kam zum ersten Mal, habe ich jetzt recht, haben die anderen recht. Ja. Aber es war nicht so sehr eigentlich die erste Begegnung, es war die erste Begegnung mit einem weißen Hai, die wahrscheinlich für mich eine ganz neue Welt eröffnete, weil jeder hat natürlich gedacht, der spinnt, mit weißen Haien ins Wasser gehen zu wollen. Ich meine, einfach rumzuschnorcheln da, was habe ich noch nicht von Freitauchen geredet und so weiter. Und das war eigentlich für mich die große Herausforderung. Habe ich nun recht und haben alle anderen Unrecht oder war ich einfach missgeleitet durch irgendwie, weil ich mich in etwas hineinsteigerte? Und ich erinnere mich heute noch, es war schon ein Moment, wo ich durchatmen musste, dass ich wusste, jetzt gehe ich zum ersten Mal zu einem weißen Hai ins Wasser und schaue es mir an.
Also das war schon ziemlich mental, ziemlich heftig. Ich glaube, mittlerweile ist ja eh nur noch erlaubt, in Käfigen sich mit weißen Haien zu treffen. Schade eigentlich. Es ist ein bisschen mühsam, dass wir diese Tiere eigentlich nicht in ihrer wahren Umgebung mit denen interagieren dürfen, sondern eben nur in Käfigen, weil das Käfige hat ja nichts mit der wahren Natur des Tieres zu tun, sondern einfach mit der Haftpflicht, Liability. Wer bezahlt, wenn etwas falsch läuft? Und ich merke, dass ich bin jemand, der wirklich nach dem Gesetz lebt. Aber wenn es auch zum Hai kommt, mit weißen Haien, muss ich ehrlich sagen, ich biege es das auch gerne. Also, ne, ich sehe es nicht so eng mit Käfig im Wasser und so weiter. Aber es ist schwierig, solche Orte eben zu finden und auch Operator, die mit dir mitmachen, weil die haben natürlich auch eine Existenz zu verlieren. Ja, logisch, ja. Leider, das ist schade. Also, was können wir tun, um die Haie zu schützen? Was wir tun können, ich glaube, das ist etwas, was jeder selber mit sich ins Reine kommen muss. Will er eine aktive Rolle spielen oder nicht? Leider sind es so viele Leute, die wollen keine aktive Rolle spielen, aber jeder sollte es. Das sollte sich jeder angesprochen fühlen. Der Schutz der Haie ist nicht etwas, was über die Regierungen erledigt werden wird. Absolut nicht. Weil wenn du jetzt mal heute ins Internet gehst, CNN, was Gott auch immer, und du schaust, was für Probleme, scheinbare Probleme die Regierungen haben, dann wird der Tierschutz hinsichtlich Haien nicht relevant sein. Was jeder tun kann, ist, sich ein bisschen an der Nase nehmen und einfach sagen, bläst man dasselbe Horn wie die anderen Leute, die Angst haben vor Haien, oder ist das hier nicht ganz so? Also jeder kann sich selber ausbilden, und vor allem wichtig ist natürlich dann, dass diese Message, die wahre Message, wie Haie wirklich sind, weitergeben. Also ein Schneeballeffekt. Natürlich sagt man, die Medien funktionieren, natürlich funktionieren Medien, aber ich habe beispielsweise seit über 10 Jahren versuche ich, eine Beobachtung, die ich hatte mit weißen Haien, Spielverhalten, ins Fernsehen zu bringen. Aber jedes Jahr, wo ich es wieder versuche, heißt einfach, ja, wir brauchen ein bisschen mehr etwas Aufregendes, eben, ja, wir reden von Haien. Eben, man will dieses Monster nach wie vor einfach am Leben erhalten. Oh, das ist natürlich falsch. So jeder kann wirklich mit seinen Teil leisten, jeder sollte auch seinen Teil leisten. Aber es ist ja fatal, weil was wir fürchten, schützen wir nicht, ist auch eine Aussage. Und wenn natürlich die Medien da nicht mitmachen, da etwas Positives zu machen, dann ist es wirklich sehr schwierig. Also natürlich, eben, ich versuche jetzt mit einem Kongress meinen Teil dazu beizutragen, also überhaupt fürs ganze Meer, aber natürlich meine Lieblinge, die Haie sowieso. Und ja, ich weiß gar nicht, wo dass man dann hier, also außer selber etwas zu machen, gibt es dann gar nicht in dem Sinne viele Möglichkeiten. Ja, natürlich, man muss natürlich sich, wie soll ich sagen, informieren. Wenn man natürlich jetzt einen gewissen Grundstock, ein Wissen hast, man hat begonnen, sein Umfeld zu. Also, der nächste Schritt ist natürlich, dass man mit Tauchclubs Vorträge hält, an Schulen geht, und da kann wirklich jeder mitmachen. Also, wir haben vorbereitete Lektionen, die man bei uns gratis bekommt, um eben diese Brücke zu haben zwischen einer Person, die Interesse hat, aber nicht weiß, wie man in die Schulen geht oder in Tauchclubs, weil, wenn wir ehrlich sind, viele Leute haben, nachdem sie aus der Schule sind, nie mehr einen Vortrag halten müssen. Wie macht man das? Was gehört dazu? Woher bekomme ich die Bilder? Und sehr schnell ist dann auch die erste Motivation verflogen, weil es ist dann wirklich mühsame Arbeit. Und wir nehmen das Ganze weg. Die mühsame Arbeit haben wir schon gemacht, und das kann man einfach wirklich bekommen, und man kann unterrichten. Und da bin ich der Meinung, dass es jeder das tun kann. Vielleicht ein bisschen Überwindung vor Leute zu stehen, klar. Aber ansonsten, jeder kann wirklich seinen Beitrag leisten, sollte es auch. Ich glaube, 3 Haie pro Sekunde sterben wegen dem Finning, oder? Es ist eine ziemliche Masse, die hier drauf geht. Aber ich meine, wir reden hier von Haien. Du hast andere Tiere, die beispielsweise Elefanten. Eines sind wir mal ehrlich. Das ist das Tier, wenn du über Afrika redest, das du sehen möchtest, oder? Und da werden pro Tag da 100 getötet wegen ihrem Elfenbein. Elfenbein, ja. Und meine, das ist 100 Tiere, das ist wahnsinnig viel. Aber wenn wir jetzt sagen, dass wir jeden Tag Schock haben, wenn die plötzlich sagen, aber dafür werden 30.000 Haie in derselben Zeit
eliminiert, dann glaubt man das einfach schon gar nicht. Aber das Schlimme ist wirklich, dass die Zahl Haie, die wir pro Tag verlieren, unglaublich hoch ist. Und dies wird uns früher oder später wirklich riesige Probleme bereiten. Also wir sind am Anfang vom Ende. Ohne Hai kein Meer. Ohne Hai kein Meer. Ja, das ist, ich würde sagen, diese Rundaussage ist sicher richtig. Ich habe jetzt vor 2 Wochen ein Paper gelesen, eine wissenschaftliche Arbeit, die es ein bisschen relativieren wollte, die Arbeit, diese Aussage. Aber die, wie soll ich sagen, die Beweise hierfür konnte dieses Forschungsteam nicht bringen. Und also ich bin nach wie vor der Meinung, und ich glaube, das ist auch wirklich was passiert, wenn die Haie weg sind, wird das ganze Ökosystem zusammenfallen. Was schlussendlich dann übrig bleibt in den Ruinen, was daraus wieder entsteht, ist eine andere Frage. Problem ist einfach, wenn wir die Haie wegnehmen, die Kontrolleure wegnehmen, es wird Chaos werden. Chaos hat sich meistens noch nie wieder geregelt, bevor nicht alles zuerst kaputt war und dann neu begonnen werden musste. Und ohne Meer gibt es kein Leben. Das ist einfach auch ein Fakt. Und ich denke, nur schon deswegen wär es wichtig, die Haie zu schützen. Also überhaupt eben das ganze Meer zu schützen. Ich meine, es sind ja nur nicht nur die Haie, es ist ja auch die ganze Plastikthematik und so weiter und so fort, oder? Es ist ein Riesen, ich meine, das ist ein Netz, das Meer ist ein Netz, das wir einfach noch nicht begreifen. Wir sind einfach zu dumm. Aber da gibt es ein paar Schlüsselpositionen, wo man einfach sagt, Moment, oder meistens der Sauerstoff, je nachdem, welche Blickwinkel, 60, 70, 80% unseres Sauerstoffs kommt aus dem Meer von den Algen. Und das ist riesig, dasselbe natürlich das CO2 wird dort wieder absorbiert. Also wenn wir natürlich jetzt plötzlich denken, unser größter Lebensraum, das Meer, wir brauchen es nicht, einfach weil blau ist blau und das ist alles, was es notwendig ist. Und eben eliminieren, dass der Sauerstoff von dort kommt, wird es sehr schnell mal warm werden, wenn der Sauerstoff, wenn diese Algen auch zerstört werden, was natürlich eine Kettenreaktion sehr schnell geschehen kann. Wow. Was für eine Beziehung hast du sonst zum Meer, also abgesehen, dass es mit Haien bevölkert ist? Meine Beziehung zum Meer ist eigentlich natürlich auch ein bisschen eine mentale. Ich fühle mich unheimlich wohl im Wasser. Für mich ist das eine große Beruhigung. Und einfach im Wasser zu liegen, hin und her geschoben zu werden durch Wellen, das ist etwas, was mir einfach in der Seele gut tut. Natürlich, wenn ich im Wasser bin, ich möchte immer Neues sehen, oder all das wieder hervorholen, ist ganz klar. Aber für mich ist jede Minute, die ich im Wasser verbringe, wertvoll. Es ist also nicht so, dass ich heute sage, oh, jetzt muss ich noch tauchen gehen, weil ich habe einen Kurs. Absolut nicht. Ich bin nach wie vor einfach, gehe ich gerne rein. Warum? Einfach weil ich mich dort wohlfühle. Also das Meer hat für mich auch eine heilende Wirkung. Ich glaube, es gibt vielen Leuten so, dass das Meer als solches, wenn es uns umgibt, einfach etwas auslöst, das uns gut tut. Ja, also ich sage auch, das Meer mein Psychopharmaka. Ja. Jetzt, was möchtest du uns sonst noch mitgeben, was wichtig ist, was man wissen sollte über Haie, über das Meer oder was ist dir wichtig noch den Leuten mitzugeben? Ich meine, es gäbe natürlich vieles. Man könnte ein Buch darüber schreiben, Ja, was man klar. alles Leuten mitgeben sollte. Aber ich denke, etwas vom Wichtigsten ist, dass wir Menschen endlich registrieren sollen, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Es ist nicht uns und die Natur oder wir sind die Intelligenz, die Lebensform auf unserem Planeten. Das machen wir sehr gerne. Wir sehen uns als Superior und alles andere ist klein. Wir müssen uns eigentlich hier mal ein bisschen runterholen. Wir müssen endlich registrieren. Wir sind nicht diejenigen, die alles kontrollieren können. Wir sind dazu unfähig. Also wir sollten uns eingliedern in die Natur und eben je mehr wir zurück zur Natur gehen, damit meine ich nur schon, wenn man Zeit hat, mal in den Wald zu gehen, einen Wald anzuschauen, Spaziergang über eine Wiese und sich einfach mal bewusst mit der Wiese und dem Wald auseinandersetzt und einfach registriert, ich bin ein Teil des Ganzen. Es liegt nicht, das darf nicht an mir liegen, das zu zerstören. Dann werden wir vielleicht, sagen wir mal, vielleicht noch einen Weg finden, unsere Erde retten zu können,
Leider ist es einfach so, dass der Großteil der Menschen ganz andere Probleme hat, Überlebensprobleme, die eigentlich nicht die Muße haben, jetzt in einen Wald gehen zu können oder auf eine Wiese gehen zu können. Und vielerorts gibt es das ja auch gar nicht. Also die Leute leben in einer Welt, die fast keinen Ausweg mehr bringt. Und damit möchte ich nicht sagen, es liegt an denen, die all diese Möglichkeiten haben, die anderen zu überzeugen. Ich glaube, wir sind alle im gleichen Boot, weil wenn es der westlichen Zivilisation nicht mehr gut geht, werden die anderen auch nicht mehr viel zu lachen haben. Und die Probleme vieler Leute sind einfach zu schwerwiegend, dass man sich eben die Muße hat, die Natur anzuschauen. Also ich denke, wenn wir Mittel und Wege finden, dass die Mehrheit der Menschen realisiert, wie wichtig die Natur ist und wir uns beginnen, wieder wohlzufühlen in der Natur, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Also Achtsamkeit. Ja, und vor allem Demut. Und was ich halt immer wieder sage, es ist ein Privileg, dass wir tauchen gehen können, ein Privileg, dass wir Tiere sehen können. Diese Tiere sind nicht da wegen uns, sie sind da, weil die Natur sie brauchte, weil die Natur sie entwickelte. Und wenn wir eben realisieren, Tiere akzeptieren uns in meisten Rahmen, wenn wir merken, sie akzeptieren uns, wir akzeptieren sie nicht, wer gibt dieses Naturgesetz? Das gibt es einfach nicht, dass die Natur etwas so kreiert hat, dass wir einfach sagen, dass das Tier akzeptiert ist, das andere akzeptiert ich nicht. Ich glaube, wenn wir mal beginnen zu sehen, dass die Natur in Harmonie lebt, die kann natürlich brutal sein, diese Harmonie. Wenn wir das alles registrieren, dann finden wir sicher Wege, Mittel und Wege, um eben uns wieder integrieren zu können. Wow, schön, ja. Ja, ich denke, es ist wirklich der einzigste Weg, wieder achtsam zu werden. Das ist auch meine Meinung. Du hast gerade einen neuen Podcast, oder? Hast du gerade auf die Beine gestellt? Nee, also wir werden natürlich selbstverständlich die Websites einblenden nachher. Und was hat es mit diesem neuen Podcast auf sich? Ich muss noch sagen, der ist auf Englisch. Ja? Ja, ich habe dich gerade jetzt nicht ganz gehört. Ja, das ist der neue Podcast called Let's Talk Shark. Ich habe mir für lange überlegt, wie kann ich mehr an Leute herankommen und gleichzeitig Leute animieren, sich zu melden. Und habe gemerkt, Podcasting ist eine neue Welt, Blogs und so weiter, Videoerklärungen. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Leute, die wollen nicht wissen, wie ein Magen bei einem Hai funktioniert, wie es auch funktioniert. Die wollen wissen, ich bin hier, der Hai ist dort, was nun? Was muss ich machen, wenn ein Hai auftaucht? Warum taucht ein Hai auf? Und sowas findet man nicht auf dem Internet. Natürlich, im Internet findet man vieles über Haie, aber das ist sehr biased, wenn die Leute ihre eigenen Ansichten natürlich vertreten oder rechtfertigen, warum sie Angst haben. Darum habe ich mir gedacht, mit Let's Talk Shark kreiere ich ein neues Medium, wo Leute eben wirklich hören, was ist Tatsache, was ist wirklich korrekt, was ist nicht korrekt. Und vor allem, wenn Leute eine Frage haben, die Frage werden von mir beantwortet. Und wenn sie die Frage wichtig genug ist, werde ich sie auch in einem Podcast dann breiter erklären. Also es ist eigentlich etwas, wo ich selber sagen muss, ich bin froh, dass es das nun mittlerweile gibt. Das einzige Problem, was wir natürlich haben, ist, wir müssen jetzt das Ganze verbreiten, dass die Leute wirklich sehen, was es ist, und da braucht es natürlich ein bisschen Zeit. Ja, gut, das ist wie mit allem. Aber ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit. Und also ich kann nur sagen, ich finde es toll, was du alles auf die Beine gestellt hast, seit 20 Jahren für die Haie da bist. Und es gibt ja doch sehr viele, die du mit dem Hai-Virus infiziert hast. Also da darfst du sicher auch sehr stolz sein auf deine Arbeit. Besten Dank. Und du hast ja auch mehrere Bücher geschrieben. Ja, sind mittlerweile doch einige geworden. Ich sage mir so, alle Jahre ist das Letzte, was ich jetzt mache. Und ja, mal schauen, wie weit ich mit meiner eigenen Aussage noch einhergehe. Aber ich versuche natürlich und ich hoffe natürlich, dass es der Tag kommt, wo ich mehr Leute habe, die selber aufstehen, die einfach meine Ideen weitertragen, weil nur so kann es funktionieren. Also je mehr Leute gleich denken, desto eher haben wir eine Chance, hier noch eine Wende zu bekommen. Ja, also jetzt, ich hoffe, dass ganz viele das hören und auch Lust bekommen, mal mit in die Shark School zu gehen, um mit Haien sprechen zu lernen, Haie zu beobachten und zu sehen, dass es
einfach ganz tolle, elegante Lebewesen sind. Und natürlich, also ich gebe auch zu, ich meine, als wir dann dort in der Shark Beach waren und die ersten, ich meine, das erste Mal, als ich reinging, war ich schon froh, dass nur die Zitronenhaie und die Riffhaie und die Ammenhaie dort waren und kein Tigerhai. Und dann Ja. irgendwann ist der erste, wir waren so glücklich, wir haben schön in Serie zuerst einen, dann zwei und dann drei, also immer schön gestaffelt. Und dann zum Schluss hatten wir, glaube ich, sechs miteinander. Und das war einfach nur noch, das war einfach wow. Es war wow, natürlich, ich habe aufgepasst und ich habe geguckt und so. Aber es ist einfach, also es gibt wie keine, also es ist noch schwierig. Man sollte das den Leuten erklären und man findet keine Worte, das zu erklären, dieser Wow-Effekt, dass dieses Tier, das vor allem Tigerhaie eben so einen schlechten Ruf haben und man hat die Möglichkeit, neben einen Meter oder einen halben Meter neben einem Tigerhai zu sein und man lebt und alles ist dran, jeder Finger ist noch dran und Ja, ja. es ist oder war natürlich ein riesiges Problem. Also ich erinnere mich noch Anfangs 90er Jahre, als ich das begonnen habe, da war es noch viel schlimmer, da hast du noch viel mehr dagegen ankämpfen müssen. Mittlerweile gibt es mehr und mehr Taucher, die auch verbreiten kannst mit Haien im Wasser. Aber ich erinnere mich wirklich, es ist 25 Jahre her, wo es noch undenkbar war, mit Tigerhaien im Wasser zu sein. Also das war wirklich, also da haben wir in 25 Jahren sehr viel erreicht, aber leider noch nicht genug, um das wirklich das Gesamtbild daher zu ändern. Naja, ich hoffe, dass wir beiden jetzt auch einen Beitrag dazu machen konnten und eben, wie gesagt, gerne durch dann deine Homepages hin verlinken, damit sich die Leute informieren können über Haie, dass sie sehen, welche Bücher du geschrieben hast. Also eben dein Buch, das ich gelesen habe, also es sind mehrere auch, aber das, was mir am meisten geblieben ist, mit Haien sprechen, weil ich habe, als ich das erste Mal getaucht bin, also zuerst wollte ich nicht tauchen und dann, als ich getaucht bin und Freude daran hatte, habe ich gesagt, einfach nie, nie einem Hai begegnen. Ich hatte so Angst. Und dann habe ich das Buch gelesen, habe ich gedacht, okay, ich stelle mich meiner Angst und habe ich das Buch gelesen und dann wollte ich unbedingt einen Hai treffen. Und das ist ja eben jetzt so im Roten Meer, ist es ja mittlerweile recht schwierig, einen Hai zu treffen. Es gibt nicht mehr so viele. Und ja, da muss man die Reise nach Bahamas oder ja, ich glaube auch Miami und so gibt es noch einige, oder? Das weißt Ja, du also besser. wir sind weltweit vertreten, Shark School. Und wir suchen natürlich immer neue Destinationen, wo es noch mehr Haie hat oder eben noch genügend Haie hat. Man muss ein bisschen suchen gehen, aber es gibt schon noch zum Glück Plätze, wo man einfach reinspringen kann und einfach Spaß haben mit dem Thema. Ich glaube, ein weiteres Problem ist ja auch, dass die Haie sich relativ langsam vermehren, oder? Ja, das ist natürlich ein riesiges Problem. Viele Menschen sind natürlich nach wie vor der Meinung, Haie sind Fische, oder? Haie und Fische haben nichts miteinander gemeinsam, sind Knochenfische. Entsprechend die Haie, die haben vielleicht zwei, vier, vielleicht mal 10 Babys alle 2, 3 Jahre. Und da müssen sie erst 10, 15 Jahre wachsen, bis sie geschlechtsreif werden. Wir haben gerade jetzt neu ein Hai, der Grönlandhai, da dauert es 150 Jahre, bis der geschlechtsreif wird. Das ist unglaublich. Und wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Tier eliminiert wird, bevor es sich fortpflanzen kann, ist natürlich relativ hoch. Also Haie, die Fortpflanzung der Haie wird wahrscheinlich natürlich der Untergang von uns allen sein, einfach weil die Tiere sich nicht schnell genug reproduzieren können. Ja, und jetzt kommt mir gerade noch in den Sinn, da gibt es ja auch so Leute wie Mark the Shark, die ja dann sehr stolz noch den Hai fangen und hochhalten und möglichst noch Baby rausschlitzen aus den schwangeren Müttern. Und das hilft natürlich auch nicht so viel weiter. Und noch viele, viele Menschen haben Spaß an dieser Großmeerfischerei, oder?
Das ist ein riesiges Problem hier in den USA, dass diese einfach noch toleriert werden. Du hast jetzt gerade angesprochen, diese Mark Teixeira. Ich meine, das ist in meinen Augen ein Krimineller. Es ist jemand, der sich wirklich ein Terror gegenüber der Natur, ein Terrorist gegenüber der Natur. Und Menschen wie dieser Typ sind in meiner Welt wirklich niedriger als der Dreck unter meinen Schuhen. Ich sage es wirklich sehr, sehr deutlich, dass solche Leute kann man nicht tolerieren. Also ich denke halt einfach, das Schlimme ist ja auch, dass er auch Kinder auf Fotos nimmt, die dann irgendwie, logischerweise der Hai ist tot, daneben hinstellt. Das finde ich halt, gibt schon irgendwie so einen schlechten Beigeschmack und eben halt, dass man solche Sachen immer noch machen darf. Also das finde ich schon auch schwierig. Also dass man die überhaupt anlanden darf, nach wie vor, die Haie. Es ist natürlich bei uns gerade diese Subkultur des Jägers und des Fischers. Natürlich gibt es immer Leute, die sagen, ja, da lebt man wieder seinen Urtrieb ein als Jäger und Fischer. Aber ich sehe nicht ein, wo der Urtrieb hier befriedigt werden soll, wenn man mit einem Gewehr, mit super Fernrohr und so weiter, ein Tier einfach abknallt. Das Tier hat einfach keine Chance. Wenn jetzt einer sagt, schau, ich gehe einen Bär jagen mit einem Messer, dann muss ich sagen, okay, das kann ich noch irgendwie verstehen, das ist der Urtrieb ausleben. Aber mit der heutigen Technologie, Tiere zu eliminieren, das ist wie Erschießen von Fischen in einem Kübel. Und dann hast du natürlich solche Leute wie dieser Mark, wo man einfach sagen muss, die sind zu dumm, um zu verstehen, was eigentlich geht. Oder sie sind zu gierig, mit ihrer Idee weiterhin Geld zu machen. Ja, und ich glaube, der macht ja dann irgendwie auch noch so Pseudo-Taggings und so, dass dann die Leute dann wieder denken, ja, der macht ja trotzdem auch irgendwie was Gutes. Und ich habe gelernt, dass wenn ein Hai aus dem Wasser genommen wird, auf den Boden gelegt wird, dass seine Organe zerdrückt werden. Also auch wenn du den wieder reinschmeißt, dass der vermutlich nicht überlebt, oder? Das ist richtig. Das ist ein großes Problem, das wir haben, dass Haie einfach, wie andere Tiere, also Haie können nicht schreien, Haie haben, können nicht keine Tränen machen. Und weil sie eher so einen emotionslosen Gesichtsausdruck haben, nehmen wir einfach an, das Tier spürt nichts. Und das ist natürlich eine Arroganz unsererseits, die natürlich zum Himmel stinkt. Wir müssen endlich akzeptieren, dass die Tiere, nur weil sie anders ihre Emotionen ausdrücken, davon können wir nicht ausgehen, dass sie keine Emotionen hätten. Die haben Emotionen. Also Tiere haben Gefühle. Und ich habe vielfach mit meinen Kollegen schon darüber geredet, also Kollegen quote unquote. Und sagen, Haie haben keine Gefühle, was absolut eine idiotische Ansicht ist. Ja, also Nur weil wir es nicht begreifen, zu sagen, das Tier kann nicht spüren, das hat keine Emotionen. Aber es ist nun mal so. Und wenn wir Haie wirklich schreien hören würden, dann würde dieser Forschungszweig sehr schnell, also Forschung, das Tagging würde sehr schnell eliminiert werden, weil Tierschützer merken würden, also alle Tierschützer, hey, du quälst hier ein Tier. ja, das denke ich mir. Ja, und also ich, ja, das stimmt. Das mit der Delfin, der hat immer so ein Lächeln und man denkt auch, wenn er gefangen ist, der ist glücklich. Das kommt ihm auch, also das ist auch nicht gut für ihn. Aber wenn du siehst, also ich habe so einen Film gesehen, wo die den Haien die Flossen abschneiden und dann sinkt er so zu Boden und er kann nicht weg, schwimmen. Er möchte schwimmen, aber kann nicht mehr, weil er keine Flossen mehr hat. Also das kannst du ja spüren, der ist ja noch am Leben und man kann ja spüren, also das kann man wirklich spüren durchs Video, dass es dem nicht gut geht. Natürlich schreit er nicht und natürlich hat er nicht eine andere Mimik, aber man kann es fühlen, weil er versucht zu schwimmen und kann nicht. Wenn man mir die Beine abschneiden würde, dann hätte ich auch nicht so Freude, weil ich mich nicht mehr fortbewegen, also Beine und Arme wegschneiden würden, hätte ich auch nicht Freude. Ich könnte mich auch nicht mehr fortbewegen, oder? Es ist auch hier wieder diese Arroganz, dass wir einfach glauben, wir können Tierleben verstümmeln, ohne einfach nur schon mal Gedanken zu machen, was im Tier vor sich geht. Ich meine, da muss man gar nicht weit suchen gehen. Ich meine, was wir mit Kühen, Schweinen und so weiter machen, mit Hühnern, das ist ja auch haarsträubend. Aber ich habe schon mit solchen Leuten geredet, die Haie fangen und die Frage, warum sie das Tier nicht wenigstens erschießen, wenn sie es rausholen, weil der Schuss, die Munition ist zu teuer. Also wird lieber das Tier lebendig gehalten in einfachem lebendigen
Leib alles abgeschlägt, und aus diesen Aufwand zu betreiben, Aufwand, was natürlich kein Aufwand wäre, es wäre eine humane Art, wenn es das Tier zu erlösen von seinem Schmerz, dass man da gar nicht darauf eingeht, einfach weil es zu teuer zu sein scheint. Aber ich glaube, das Problem ist halt auch, dass diese Finning-Geschichte halt einfach wahnsinnig viel Geld macht, und wo viel Geld im Spiel ist, ist es halt immer ganz, ganz schwierig, dagegen anzukommen, oder? Das ist richtig. Ich meine, darum bin ich jemand, der Meinung ist, wir müssen die Meere als Allgemeingut sehen, dass wir keine Hoheitsgewässer mehr haben, sondern dass das Meer allen gehört. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, dass in einem Land ein Frevel getrieben wird, dann dürfen wir dorthin und reagieren. Heute ist es so, wenn du in einem Hoheitsgebiet bist, dass heute sagen, hey, es ist in unserer Hoheitsregion, ich mache, was wir wollen, du hast hier kein Recht. Und das muss einfach eliminiert werden, dass jeder das Recht hat, nach dem Rechten zu schauen, weil es mir allen gehört oder eben niemandem gehört. Wow, Da das muss, ist ein guter Ansatz, ja. das muss wirklich, ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt beispielsweise die USA, glaube ich, 11 Battle Groups momentan, also Flugzeugträger, und unabhängig, wo jetzt irgendetwas geschieht, wenn jetzt diese Flugzeugträger sagen, okay, wir setzen jetzt unsere Energie ein, ich sage mal, um Galapagos. Um Galapagos darfst du Haie fischen, wie das ist absolut idiotisch, dass man einfach sagt, okay, wir tolerieren das nicht, ergo, wir versenken die Boote. Und wenn es keine nationalen Gewässer sind, sondern internationale, dann gäbe es niemand, der politisch was, natürlich könnte man was sagen, aber hätte keine Relevanz mehr, weil das mir allen gehört. Ja, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, weil, ja, oder eben das mit den Färö-Inseln oder wie man die immer ausspricht, das ist ja auch so ein Unding. Also ich finde ja auch, also wir sind im Jahr 2016, und nur weil das irgendwie Tradition ist, ich meine, Stierkampf ist auch Tradition, man könnte irgendwie mal dahin kommen an den Punkt, dass wir mittlerweile andere Ansichten haben und auch da was ändern dürfen. Man kann ja sagen, Ja. okay, früher haben wir das als Tradition gehabt, jetzt wissen wir mehr, jetzt machen wir es nicht mehr, oder? Aber es ist auch halt da viel Geld im Spiel, oder? Das ist Also. richtig. Und sonst natürlich, sonst immer sagen müssen, viele Leute wollen keinen Wechsel. Die kreieren ihre kleine Welt und die fühlen sich drin wohl. Und jeder kleine Wechsel oder Veränderung kreiert Stress. Also man versucht eigentlich alles, damit es gleich bleibt. Aber der Stress kommt natürlich vom Nichtgehen mit der Veränderung. Und gerade wenn es natürlich jetzt darum geht, dass wir eben jetzt Tiere, wie sagst du, Stierkampf hat Tradition, ja, das verstehe ich alles, aber heute realisieren wir, diese Tradition hat eine falsche Basis und da muss man einfach erwachsen genug sein oder Regierungen müssen hier einfach reif genug sein, so, okay, wir müssen sowas jetzt einfach eliminieren oder verbieten. Für die Natur, wegen der Natur, nicht? Und wir Menschen müssen einfach hier wieder mal mehr zurückschauen, wir müssen mehr geben, um eben unsere Umwelt retten zu können. Super. Ja, das ist wahr. Ein bisschen weniger und ein bisschen achtvoller, demütiger, achtsamer in die Welt gehen. Ja, das wäre wirklich was so offen wäre. Ja. Okay, gibt es noch was Letztes, was du sagen möchtest? Nein, außer herzlichen Dank und ich finde deine Idee super und ich hoffe, es wird viele Leute bewegen, was zu tun, kleinen Rahmen, im größeren Rahmen, was immer. Und wenn Leute wirklich eine Frage haben, sie können sich gerne an mich wenden, ich helfe ihnen gerne. Und wie gesagt, gemeinsam können wir gewinnen. Das ist die Super. einzige Möglichkeit, die es uns noch für uns hat. Das ist ein super Schlusswort. Gemeinsam können wir gewinnen. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Erich, für das Gespräch. Einfach Liebe danke. Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke euch auch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Interview. Tschüss. Tschüss.